ein kleiner Pott. Nein, ein Mini-Akkuträger mit Mini-Verdampfer im Mini-Format, aber 2000 mAh. Den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu der Target Mini 2 von Vaporesso. Hier ein schöner kleiner Akkuträger, hat aber trotzdem 2000 mAh an Akkukapazität mit an Bord und obendrauf noch ein kleiner MTL-Verdampfer, den man auch Restricted DL dampfen kann. Die Kombi schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch in die Detailansicht, schauen wir mal, was da so alles mitkommt, und dann sind wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Geschmackstest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir also die Verpackung der Target Mini 2 von Vaporesso, hier in diesem wunderschönen Grün. Auf der Rückseite sehen wir die Spezifikationen für den Akkuträger und den Tank, kommen wir gleich noch zu, und was mitkommt. Packen wir das Ganze mal aus. Dann finden wir im Inneren zweigeteilt schon mal den Tank hier, da ist auch noch eine Coil verbaut, und den Akkuträger. Und wenn wir hier diese Einlage rausnehmen, finden wir darunter noch einen Karton, in dem befindet sich nochmal eine Ersatzcoil hier in Mesh-Ausführung, eine Benutzeranleitung für das komplette Set, ein Umschlag mit den Garantiebedingungen, dann dieses kleine Tool hier, um den Tank zu zerlegen, und eine Ersatzdichtung. Und hey, es gibt sogar noch ein Ersatzglas mit dabei. Ja, hier die kleine Kombi mal zusammengeschraubt. Gibt es natürlich wieder in verschiedenen Farben. Ich blende euch mal eben diese dann auch ein. Könnt ihr euch aussuchen, was euch am besten gefällt optisch, um auch mal zu sehen, wie groß das Gerät oder wie klein es auch ist. Hier mal daneben ein 18650er Akku gehalten. Also von der Größe her ist wirklich ein kleines Set, auch für die Hosentasche. Eine sehr starke Konkurrenz, finde ich, auch für alle Pod-Systeme da draußen. Wenn man ein kleines, zuverlässiges Gerät haben möchte, haben wir hier was Vollständiges, weil hier sind 2000 mAh an Akkukapazität verbaut. Wir haben hier eine Gesamthöhe von 107,1 mm, eine Breite von 37,2 mm und eine Tiefe von 25,7 mm, was natürlich recht klein ist. Der Mod alleine wiegt 112 Gramm und wir können zwischen 5 und 50 Watt regeln. Wir können ab einem Widerstand von 0,03 Ohm bis 5 Ohm befeuern und wir können laden mit maximal 2 Ampere über den USB-Anschluss. In den VM-Tank 22 passen bis zu 2 ml an Liquid rein und er hat einen Durchmesser von 22,2 mm und eine Gesamthöhe von 48,7 mm. Gut, fangen wir einfach mal mit dem Tank an. Wir haben hier ein klassisches 15er Drip-Tip, relativ geringe Innenmaße auch. Das zeigt schon, wir sind hier im MTL-Bereich unterwegs, nicht Open Draw. Wir können die Kappe hier mit einem relativ kurzen Gewinde auch abdrehen. Hier im Inneren der Dichtungsring macht das Ganze nach oben hin dicht und hier ist unsere Befüllöffnung. Es kommt ein Tool mit dem ihr hier den Tank auch noch zerlegen könnt. Einfach hier oben das Ganze einsetzen, auseinanderschrauben. Dann kommt euch hier diese Mutter entgegen. Und dann kann man das Ganze hier auseinanderziehen, wenn ihr hier diesen Tank tauschen wollt, der auch nochmal als Ersatzteil mitkommt. Der sitzt aber relativ gut geschützt hier in diesem Cage, also solltet ihr eigentlich keine Probleme haben. Aber falls mal was ist, Ersatzteil ist mit dabei. Und ja, nach Austausch natürlich das Ganze hier wieder möglichst fest auch zusammenschrauben. Aber dank dem Tool hier geht das Ganze relativ einfach. Hier im Unterbereich haben wir eine sehr modulare Airflow. Die ist jetzt hier mit einem Schlitz sehr weit offen. Aber wenn wir hier weiter drehen, dann sehen wir schon, okay, wir können hier auch mit einzelnen Löchern arbeiten. Die könnt ihr auch wiederum alle aufmachen oder auch hier nur eins oder auch nur teilweise. Das heißt, hier können wir auch einen sehr strengen Zugwiderstand einstellen, der jedem eigentlich da auch entgegenkommen sollte. Natürlich lässt sich dieser Verdampfer auch hier im unteren Bereich auseinanderschrauben. Und dann kommen wir hier an unsere Köpfchen. Das kommt mir auch schon direkt entgegen. Das sitzt nämlich hier einfach nur drin. Das sind einmal hier diese EUC-Zell 1 Ohm Köpfchen, die mitkommen. Die klassisch eine Drahtwindung hier unten drin haben. Alles sehr klein und jetzt hier stark vergrößert. Und im Ersatzteiltütchen ist dann auch hier dieses Mesh-Köpfchen mit dabei, was zwischen 16 und 22 Watt betrieben werden kann. Und das sind dann die IOC Meshed mit 0,6 Ohm.
Also hier nochmal ein bisschen Auswahl. Könnt ihr am Anfang gucken, welche Köpfchen euch da am meisten liegen. Vom Innendurchmesser her haben die ungefähr denselben Zugwiderstand. Wir machen zur Inbetriebnahme hier mal so ein bisschen Liquid rein, damit sich das Ganze schon mal vollsaugen kann. Dann schnappt euch einfach den Tank und lasst das Köpfchen hier so reinfallen und drückt einmal dagegen. Und dann können wir hier einfach die Mutter oben drauf drehen und dann ist das Ganze auch schon ausgetauscht. Finde ich relativ einfach und simpel und funktioniert von daher auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und dann müssen wir natürlich noch den Tank komplett voll machen. 2 Milliliter passen jetzt hier in das kleine Ding rein, aber für das, was wir an Leistung fahren, auch eigentlich zumindest mal auch für die Größe ausreichend. Ich würde sagen, relativ gut durchdacht das Ganze, funktionabel und ja, tut das, was soll. Die Köpfchen kommen wir gleich natürlich noch im Fazit zu, wie die schmecken. Dann schauen wir uns noch kurz den Akkuträger an. Der Anschluss hier oben ist verschraubt, nicht verpresst, wunderbar. Wir haben hier an der Seite unseren Feuertaster, der ist relativ clicky. Dann hier unsere Plus- und Minus-Taste, die wir durch seitliches Drücken verwenden können. Und in der Mitte hier unsere Modi-Taste. Hier an der Seite haben wir unseren Ladeanschluss, noch immer im Micro-USB. Da sind viele jetzt schon zu den Nachfolgern natürlich übergegangen. Und das ist hier auch relativ griffig, das Ganze dadurch, dass wir hier diese Riffelung haben. Dann gibt es hier im unteren Bereich noch Entgasungslöcher. Ja, nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Schauen wir den Verdampfer mal oben drauf. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 schalten wir das Ganze ein. Sehen wir kurz das Vaporesso-Logo und dann sind wir hier eigentlich auch schon startfähig. Wir sind jetzt hier im Watt-Modus mit 5 Watt, die eingestellt sind. Wir sehen hier oben unseren Ladezustand. Dann sind wir im Normalmodus, weil wir hier natürlich auch wieder einen Preheat haben. 1,05 Ohm wurden gemessen. Wir sind hier bei einem Puff bisher und der letzte Feuervorgang hat 0,105 Sekunden gedauert. Wenn wir jetzt hier feuern, dann zeigt uns natürlich auch nochmal an, mit welcher Spannung hier gefeuert wird gleichzeitig. Und wir lassen jetzt mal hier die Feuertaste gedrückt, denn nach 10 Sekunden ist hier auch schon Schluss. Dann ist nämlich Overtime erreicht und erst wenn wir wieder loslassen, können wir hier erneut auslösen. Wir haben hier die Modi-Taste, die obere. Ich drücke da mal eben kurz drauf und dann sagt er mir, okay, dreimal drücken, 1, 2, 3. Und dann sehen wir hier auch schon das, was zur Auswahl steht, VW. N haben wir hier, das ist der normale Watt-Modus. Dann haben wir hier S, das ist Soft, das heißt, dann nähert er sich langsam der eingestellten Leistung an. Und mit der High hier oben, hoppala, gehen wir wieder ein Stückchen höher, hätten wir dann ein Preheat, das heißt, er geht mit einer höheren Leistung an die Coil ran als die eingestellte und nähert sich dann langsam dieser Leistung von oben heran an. Dann haben wir hier den CCW-Modus. Da können wir hier wieder mit Kurven arbeiten, für die, die da Spaß dran haben hier. Dann für die Feuerzeit verschiedene Leistungsstärken einzustellen. Wir haben auch hier wieder den Superplayer-Modus, wo sehr niedrige Widerstände angenommen werden. Das ist zum Ausglühen von Wicklungen manchmal ganz hilfreich. Wir haben die Möglichkeit hier mit Volt einzustellen, also nicht über Watt zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich will jetzt hier mit 3,5 Volt feuern. Dann können wir Kurven auch wieder mit der Spannung einstellen, hier mit CCV. Und wir sind hier mit der Temperatursteuerung Edelstahl, Nickel, Titan oder mit eigenen TCR-Werten im M1 und M2-Menü unterwegs. Es gibt noch einen Bypass-Modus und als guter Letzt noch das Set-Menü hier, wo wir dann einmal das System zurücksetzen können auf Standardeinstellung oder die Uhrzeit einstellen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen von dem Menü. Wir können den Puff-Counter zurücksetzen. Wir können den Smart-Modus ein- oder ausschalten, der dafür sorgt, dass der hier den Widerstand automatisch verstellt. Wir können dem hier sagen, dass er sich automatisch an- und ausschalten soll. Und wir können hier nochmal den Bildschirm ein bisschen konfigurieren, nämlich wann der sich ausschaltet. Und als guter Letzt noch hier die Version von Firmware und Hardware. Wir sind jetzt hier bei Version 1.0 vom 15.05.2019 und als letztes können wir über Exit dann auch aus dem Menü rausgehen. Ich war schon so ein bisschen überrascht, was für oder wie viele Modi jetzt hier in das Gerät reingepackt wurden. Finde ich zumindest mal cool. Und ja, haben wir jetzt hier in der Detailansicht erstmal alles gesehen. Gehen wir mal wieder nach oben und kommen zum Fazit und Geschmackstest natürlich hier zu den Köpfchen. Also bis gleich. Ich bin jetzt hier gerade bei 16 Watt. Ihr seht das hier, die Coil hat 0,63 Ohm und der Akku hier ist voll geladen. Ich bin im VWN-Modus mit dem Gerät.
Das heißt, er feuert jetzt hier mit 3,2 Volt auf die Coil. Und ich habe nur das kleinste Luftloch hier an der Seite offen. Also das absolutes MTL-Setup im Endeffekt. Da können wir mit der Leistung auch ein bisschen weiter runter gehen. Ich gehe mal auf 14 Watt. Da kommt mir jetzt schon viel zu viel, wenn ich jetzt hier gemütlich ziehen möchte. Ja, so passt das jetzt. Also hier können wir auch mit einer niedrigen Leistung sehr gemütlich das Ganze halt nuckeln. Und diese EOC-Köpfe, die dabei sind, also die Mesh-Köpfe genauso wie die normalen Drahtcoils, sind geschmacklich eigentlich relativ gut. Überraschend gut. Also da will ich gar nicht meckern. Ich glaube, das wird einigen MTL-Benutzern da draußen gefallen, die keinen Bock haben, selber zu wickeln. Ich meine, es ist auch hier wieder so, dass ich jetzt hier MTL-taugliches Liquid halt verwende, was halt relativ geschmacksstark ist und was mit relativ viel Nikotin versetzt ist. Das heißt, meine Befriedigung kriege ich natürlich dann so ein bisschen auch aus dem Nikotin und natürlich auch aus dem Geschmack raus, aus dem Ganzen. Wenn man jetzt hier sein Standard-Liquid reinpackt, was man sonst mit DL dampft, wird man wahrscheinlich nicht so glücklich werden im MTL-Bereich. Ist halt immer so eine Geschichte. Also ich meine generell, so kleine Akkuträger sind halt ganz nett. Es gibt von Vaporesso natürlich einige Kandidaten in dem Bereich, die jetzt so ähnlich waren. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier die Revenger Mini. Ich weiß nicht, ob euch noch erinnert. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Die war vom Akku relativ schwach. Der war relativ schnell leer hier bei dem Gerät. Das war noch okay, aber ich sag mal, von der Leistung her irgendwann, auch im MTL-Bereich, war mir das zu wenig. Dann haben wir hier noch dieses schöne kleine Gerät von Vaporesso. Das hatte ich auch schon vorgestellt. Hier ist der Akku wesentlich länger von der Dauer her, aber auch noch nicht wirklich, sagen wir mal, dass ich da den ganzen Tag mit rüber komme. Und komischerweise jetzt hier in dieser kleinen Target Mini haben wir halt 2000 mAh versteckt und die halten wirklich relativ lange. Wir haben jetzt hier nicht viel Spielkram oder so dabei. Wir haben aber relativ viele Modi, die sich hier in diesem kleinen Akkuträger verstecken. Das gefällt mir recht gut. Wir können bis maximal 50 Watt gehen, brauche ich nicht unbedingt. Also im MTL-Bereich bin ich ja maximal irgendwo bei 17, 18, 19, vielleicht auch ab und zu mal 20 Watt. Aber in der Regel bin ich da so zwischen 10 und 14 Watt unterwegs. Und da ist so eine kleine Kombi natürlich vollkommen ausreichend. Also auch zum Beispiel mit der Brunhilde können wir das Ganze mal eben zeigen. Wo habe ich es denn hingelegt? Ich hatte das eben noch in der Hand. Da. Ich stecke hier gerade auf dem anderen drauf. So. Dann hätten wir nämlich hier eine schöne kleine MTL-Kombi. Und ja, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht hässlich. Und liegt halt wirklich gut in der Hand, also verschwindet da drin. Also da sieht man nicht mehr viel von der Kombi. Und auch damit lässt sich natürlich jetzt hier anständig dampfen. Und geschmacklich natürlich noch ein bisschen fetter natürlich. Das muss ich jetzt sagen, ich werde dazu gezwungen. Nee, auf jeden Fall auch für sowas natürlich eine schöne Geschichte, gerade wenn man kleine Verdampfer hat oder so, die da drauf zu packen. Ich meine, ich habe auch immer wieder natürlich solche Sachen wie jetzt hier, das ist der Dwarf Mini. Ein wirklich ganz kleiner Verdampfer. Und wenn man sowas jetzt oben drauf schraubt, auf einen normalen Akkuträger, sieht das natürlich immer ein bisschen bescheuert aus. Ich glaube, den muss ich mal auspusten. Der hat jetzt ein bisschen gestanden. Das schmeckt jetzt nicht besonders gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn man einen kleinen Verdampfer hat, also auch ruhig noch die Brunhilde oder halt auch der jetzt hier mitkommt. Das ist ja der VM22, nennt er sich. Dann hat man halt eine schöne kleine Kombi für die Hosentasche. Und die, wie gesagt, die Coils, die da mitkommen, kann man ruhig auch nutzen. Die sind geschmacklich okay. Also ist jetzt nicht der oberbeste Geschmack wie bei einem Selbstwickler, aber für einen Fertigcoiler auf jeden Fall okay.
Ja, und wenn man es natürlich jetzt mal mit den ganzen Pots, die so rauskommen, vergleicht, ich nehme jetzt hier mal einfach irgendeinen, dann sind wir von der Größe jetzt hier auch nicht viel anders unterwegs. Ne? Also jetzt mal die PAL Pro. Ne? Und hier haben wir natürlich eine ganz andere Geräteklasse, aber hier haben wir einen kompletten Verdampfer mit dabei, wir haben Akkuträger, also das, was wir klassisch auch kennen. Und von der Usability her und so ist das natürlich wesentlich gewohnter und für viele auch wesentlich angenehmer, sowas dann zu nutzen. Wenn ich den Verdampfer oben nicht mehr benutzen möchte, kann ich immer noch einen anderen draufschrauben. Ja, und bin da ein bisschen variabler. Also gefällt mir ganz gut. Die 2000 mAh, wie gesagt, sind ausreichend. 50 Watt sind auch ausreichend für so ein Gerät. Und dafür habt ihr dann ein schönes kleines Teil. Also, ja. Negativ, gerade in dieser kleinen Geräteklasse, wie gesagt, positiv aufgefallen, dass da so viele Milliampere-Stunden drinstecken, dass man da so viel davon hat. Ansonsten von den Menüs her, von der Software her, von den Tastern her, passt das eigentlich alles. Und ja, geben wir einfach mal beide Daumen hoch. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, packt sie runter in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch so wie immer ganz viel Spaß mit dem Dampfen und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke.